Moin Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu The Legend of Zelda, The Wind Waker. Wir sind im letzten Part, im Turm der Götter. Betreten. Oh. Mach hier keinen Scheiß, mein Guter. Aber ich kann jetzt sowieso flüchten. So. Wir haben im letzten Part einen Schlüssel erhalten. Denke ich. Also geht's jetzt dort hinten weiter. So, nee, ich glaube, wir haben doch keinen Schlüssel bekommen. Doch. Doch, doch. Passt. Wir haben einen Schlüssel. Hier müssen wir ohne den Leuchtenkönig darüber. Oh, hier sehe ich wieder Fackeln. Da wollen wir nicht lange fackeln. Okay. Da brauchen wir das Fackelrätselchen. Da wir eine Truhe freischalten können. Da ist, glaube ich, eh nichts Besonderes drin. Ja, es ist nur ein Glücksamulett. Nett. Was ist denn hier drin? Augenschalter. Moment mal, was? Ich glaube, den kann ich nichts zufügen, ne? Doch. Beim Dekoblatt geht alles. Aber ich glaube, hier kann nur der Kompass drin sein. Ja, das ist der Kompass. So, jetzt wissen wir auch, wo die ganzen Schatztruhen sind. Es sind 6, ne? 7 Schatztruhen. Okay, das ist eigentlich nicht viel. Eigentlich, ne? Aber naja. Aber der Schlüssel ist wichtig, um da reinzukommen. Schon wieder. Ja, genau, stimmt. Wenn deren Angriff nach ihm geht, dann sind sie nicht mehr so stark elektrisch geladen. Aber mit dem Bumerang ist es viel chilliger. Es kommt nur eine Treppe nach oben zum Vorschein. Ah,
Aber ich finde das auch ziemlich cool, das Ebbe- und Flutsystem hier. Macht schon irgendwie voll viel Spaß, der Dungeon. Okay, jetzt ist der Wasserfall geschlossen. Schon können wir noch tiefer rein. Hier ist unser Leuenkönig. Hat der Pack dort hinten. Gut, dass ich schnell genug war, jetzt da hochzukommen. Okay. Wir waren hier überall. Nur an die eine Truhe kommen wir nicht ran, weil wir das Dungeon-Item dazu benötigen. Nee. Das wird jetzt eher ekelhaft. Fuck. Ach schon. Wir müssen diese zwei Statuen darüber bringen. Wir dürfen aber uns nicht vom Laser treffen lassen. So. Diese drei Schalter aktivieren und dann fahren die Plattform hoch und runter. Das mit den Ratten ist auch hier ein bisschen ekelhaft. Was macht diese Plattform da oben? Wahrscheinlich ist das ein Rückweg. Was? Was? Okay. Irgendwie lame, dass ich da jetzt runtergeflogen bin, aber... Okay. Muss ich halt wohl akzeptieren. Aber das mit der Plattform verstehe ich immer noch nicht ganz. Okay. Was ist denn da drin? Das scheint mir der Hauptraum zu sein. Alle Türen verschlossen bis auf eine einzige. Ich glaube, hier muss ich auch als erstes rein. Sein, dass ich eine dieser Statuen brauche. Oh, das war knapp. Okay. Grüne Schleimgelee und Herz. Was ist jetzt los? Umher, Erinner, der du auf der Suche nach dem Wegweiser zu den Göttinnen bist. Erwecke mich mit Hilfe von R und führe mich zu meinem heiligen Platz. So, wir müssen ihm jetzt rufen. Dem großen Raum in der Mitte wieder zurückführen. Also, ja, hört sich nicht so schwer an, ist aber extrem nervig. Ich glaube nicht, dass es wirklich schwer ist und so, sondern eher, dass es eher sehr, sehr hart auf den Geist geht. So. Das muss ich halt nur nehmen und dann einfach rüber, ne? Jupp.
going, aber jetzt greifen die einmal an, ne? Jetzt erlernen wir aber ein neues Lied. Das Lied brauchen wir auch. Es ist sehr, sehr wichtig, das Lied zu erlernen. Wir haben die Sonate des Puppenspielers erlernt. Befehle mich den Diener, der hinter der Tür wartet, und führe mich zu meinem heiligen Platz, auf dass ich den Weg zu den Göttinnen offenbare. Diese Statuen geben halt immer so ein kleines Rätselchen ab. Und ja. Das ist sozusagen das große Geheimnis des Dungeons. Diese geben immer meistens ein sehr interessantes Rätsel. Okay. Ich würde sagen, also da ist zu. Ich glaube, wir bekommen das Dungeon-Item jetzt gleich. Das ist echt gut. Weil ohne das Dungeon-Item kommen wir nicht weiter. Was ist jetzt hier? Verlangt. Ich glaube, wir müssen uns erstes Mal da hoch schwingen. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was das für ein Raum ist. Ich glaube, da brauchen wir die Sonate des Puppenspielers. Um überhaupt weiterzukommen. Kann das sein? Ja, der muss dann nämlich da drüber. So, mit Hilfe der Sonate des Puppenspielers kann ich jetzt den Körper dieser Puppe da übernehmen. Gott. Es hüpft mir doch ein bisschen zu langsam, das Teil. Okay. Schwingen wir uns erstmal darüber. Ich glaube, wir bekommen jetzt das Dungeon-Item. So, das hier müssen wir jetzt erstmal darüber drauflegen. Was ist denn jetzt los? Hey. Tommy, mit meinen Dienern in deiner Gefolgschaft wirst du nicht überall hin können. Aber scheue dich nicht, sie in solchen Fällen einfach zurückzulassen. Sie sind zum Leben erwacht, also werden sie treu und unterschiedlich auf dich warten. Ja, das weiß ich, dass sie auf mich warten hier. Mein guter Leuenkönig. Und hat er gerade seine Diener gesagt? Aber auf alle Fälle müssen wir hier rein durch diese Tür. Ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Denn da erwartet uns ein Zwischenboss. Es ist ein Ritter. Aber sie sind so echt die geilsten Gegner. Designtechnisch meine ich.
Weil es sind einfach solche Schakale. Aber das war nur ein einzelner Ritter. Schon taucht diese wundervolle große Schatztruhe auf mit dem Dungeon-Item. Tja, und da wir sehr, sehr viele Augenschalter gesehen haben, können wir schon alle denken, was das Dungeon-Item ist. Und ich liebe es, das jetzt immer zu machen. Ich glaube, ich kenne keinen einzigen The Legend of Zelda Wind Waker Spieler, der das hier nicht gemacht hat. Aber wir kommen jetzt. Ein sehr, sehr wichtiges Item. Und zwar den Heroenbogen. Drückst du den Knopf, auf den du ihn gelegt hast, kannst du ziehen, lässt du ihn los, feuerst du einen Pfeil ab. Wir können maximal 30 Pfeile mit uns tragen. Ja, der Bogen ist sehr, sehr wichtig. Und ich hasse es, wenn die ganzen Gegner respawned sind. Sowas finde ich unangenehm. Aber ich glaube, ich kann die auch mit Hilfe meines Deko-Blattes killen. Okay. Auge. Auge. Schon fährt da eine Plattform raus. Ich muss jetzt wieder zurück. Ich glaube, ich schwing mich lieber darauf, statt dass ich irgendwie versuche, da auf dieser Plattform zu landen. Okay. Wir müssen halt nur uns darüber bewegen. Ups. Nicht drunter fliegen. Ein Sturz in die Tiefe und jetzt treffen die einen Mann. Okay. Nur noch eine einzige Statue. Dann haben wir sie alle. Aber ich glaube, diese Statuen schaut auch immer teilweise immer anders aus, ne? Ich weiß, dass er da vorne jetzt frei ist. Aber wir wissen, dass am Anfang ja auch ein Augenschalter war. Am Anfang des Dungeons. Ich glaube, da werde ich gleich gehen und hier drin. Oh nein! Dieser Gegner ist so ein Spaten. Lieber den mit Pfeil und Bogen killen. Weil der kann uns nämlich weil der greift mit Magie an. Und sowas ist echt hässlich. So. Was ist denn hier? Das ist eine einzelne Truhe. Oh, ich weiß schon, was da verlangt ist. Da brauchen wir, glaube ich, die Bomben. So, der dreht erstmal durch. So, der auch. Aber das hier ist eigentlich eh kein Problem. Wer das hier nicht hinkriegt, der ist entweder zu blöd für diese Chose oder er kann nichts. Oder sie. Aber hier drin ist wieder ein Glücksamulett. Fuck. Obwohl, Glücksamulette brauchen wir auch.
Ja. Ja, okay, dann gehe ich erstmal ganz kurz zurück zu dem Anfang. Wo wir noch etwas ganz Bestimmtes abholen müssen. Ja, aber es dauert eh nicht lange. Also dann kann ich den Part eh in Ruhe beenden. Also. Wie das eigentlich? Aha. Das machen wir jetzt noch ganz kurz schnell. Ehrlich gesagt will ich jetzt auch keine Magie, beziehungsweise keine Pfeile, deswegen die ganzen Lappen da wasten. Aktivieren wir mal den Augenschalter. Und da ist wieder eine besondere Truhe. Mit einer Schatzkarte. Weil Dungeon-Item haben wir, die Karte und der Kompass auch. Das heißt, dass das jetzt nur noch eine Schatzkarte sein musste. Okay, im nächsten Part geht es weiter mit The Legend of Zelda The Wind Waker. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Däumchen nach oben, einen Daumen runter. Dann sehen wir uns, abonnieren nicht vergessen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in The Legend of Zelda The Wind Waker. Bis dann und ciao!